Solche Bilder sehen Sie leider kaum in den Nachrichten. Ein befreites Aleppo. Die syrische Regierung hat mit Unterstützung Russlands die Stadt nach nur wenigen Wochen Militäroffensive von den Terroristen befreit. Mit Hilfe von Russland wurden sofort humanitäre Maßnahmen eingeleitet, wie die Errichtung mobiler Krankenstationen, Wasserversorgung, Nahrungsmittel und Kleidung. Mein Name ist Kascha Kutschkowski und Sie sehen die Welt ohne Filter. Anstatt diesen Sieg über die IS-Terroristen und ihre Verbündeten und die Befreiung der Bevölkerung zu feiern, beschuldigen die Verfechter der Politik des Regimewechsels Russland und Syrien des brutalen Vorgehens gegen die Bevölkerung Aleppos. Geschichten über Massaker von Frauen und Kindern werden zirkuliert, obwohl selbst UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zugeben musste, dass es dafür keine Bestätigung gibt. Dann wird eine UN-Notstandssitzung einberufen, die nur dazu diente, in der letzten Phase den Terrormilizen erneut Luft zu verschaffen. Und noch US-Präsident Obama erlässt eine Direktive, welche die Lieferung tödlicher Waffen an alle möglichen Kämpfer genehmigt, die die laufenden Militäroperationen der USA in Syrien unterstützen. Damit hob Obama eigenmächtig die Bestimmungen in zwei Verteidigungsgesetzen auf, die Waffenlieferungen oder Finanzhilfe für Länder, die Terrorismus unterstützen, ausdrücklich verbieten. Dazu gehört natürlich insbesondere Saudi-Arabien, ein Hauptunterstützer des IS-Terrors. Sollte man sich nicht erstmal an die eigenen demokratischen Richtlinien halten, bevor man Demokratie durch Militärgewalt exportiert? Abgesehen davon hat es weder in Afghanistan, Irak oder Libyen funktioniert. Wir wissen, sollte das auch nicht. Die demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii im US-Kongress brachte einen Gesetzesentwurf ein, um das ungeheuerliche Vorgehen der Regierung Obama zu stoppen. Nach amerikanischem Recht ist es illegal, wenn irgendein Amerikaner Al-Qaida, ISIS oder andere Terrorgruppen Geld oder Beistand liefert. Trotzdem verstößt die US-Regierung seit Jahren gegen dieses Gesetz, indem sie still und heimlich Verbündete und Partner von Al-Qaida, ISIL, Jabhat Fateh al-Sham und anderen Terrorgruppen in ihrem Kampf zum Sturz der syrischen Regierung Unterstützung in Form von Geld, Waffen und Geheimdienstinformationen liefert. Deutsche Politiker und die Medien müssen sich die Frage gefallen lassen: Was ist eigentlich ihr Ziel mit dem hysterischen russophoben Berichten, denen jegliche Grundlage fehlt? Auch die Behauptungen der CIA und anderer, Präsident Putin und andere hätten die US-Wahlen gehackt, um Hillary Clinton den Sieg zu nehmen, entbehren jeder Grundlage. Dies ist der Inhalt eines Memorandums der Veterans Intelligence Professionals for Sanity, einer Gruppe von US-Geheimdienstveteranen. Darin heißt es: Basierend auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung als hochrangige Experten mit dem Schwerpunkt Cyber Intelligence und Sicherheit, können wir den uninformierten, größtenteils parteiischen Nebel beiseite wischen. Wir haben uns die verschiedenen Behauptungen über Hacking angesehen. Für uns ist es ein Kinderspiel gewesen, das zu widerlegen. Die fraglichen E-Mails sind das Resultat von Datenweitergabe, Leaks, und nicht von Hacking. Hier ist der Unterschied zwischen beiden. Leak, wenn jemand physisch Daten einer Organisation nimmt und diese an eine andere Person oder Organisation weitergibt, wie es Edward Snowden und Chelsea Manning getan haben. Hacking, wenn jemand von einem entfernten Ort elektronisch in ein Betriebssystem, Firewall oder jedes andere Cyberschutzsystem eindringt und dann Daten abzapft. In Kürze: Leaking setzt voraus, dass Daten physisch entnommen werden, zum Beispiel auf einem USB-Stick. Das ist der einzige Weg, wie solche Daten kopiert und entfernt werden können und keine elektronische Spur davon hinterlassen, was vom Server über ein physisches Speicherungsgerät entnommen wurde. Sie machen im Weiteren sehr deutlich, dass im Falle eines Hackings die NSA in der Lage sei, sowohl den daran beteiligten Sender als auch den Empfänger zu identifizieren, und weisen darauf hin, dass die Erklärung anonymer Sprecher der Geheimdienste zweideutig seien, denn diese zeigen, dass die E-Mails, die angeblich gehackt wurden, nicht durch das Netz verfolgt werden konnten und auch keinerlei Beweise vorhanden sind.
Diese Kampagne ist offensichtlich ein verzweifelter Versuch schlechter Verlierer eines bankrotten Systems, um von dem neuen Paradigma, das in der Welt immer mehr Verbündete findet, abzulenken, wobei sie sogar einen Weltkrieg riskieren, um ihre Macht ein letztes Mal durchzusetzen. Wenn man Obama, Merkel oder der britischen Regierung glauben würde, dann ist die Bekämpfung von Terroristen in Aleppo ein Völkermorddesaster. Die US-Wahl wurde von Putin gesteuert, der jetzt auch drauf und dran ist, die deutsche Bundestagswahl nächstes Jahr zu kippen. Und die globale Erwärmung wird die Welt zerstören, wenn der menschliche Fortschritt nicht sofort gestoppt wird. Vergessen Sie nicht die Warnung des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg im Juni gegenüber der Presse, dass ein schwerwiegender Cyberangriff den Bündnisfall der NATO-Mitgliedstaaten auslösen könnte. Das hieße im Klartext Krieg mit Russland, wobei es in diesem Fall sicher nicht beim Einsatz konventioneller Waffen bliebe. Genau so eine Propaganda hörte man von denselben Kreisen, als es um die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak als Vorwand für den Angriff auf Saddam Hussein ging. Der britische Poet Percy B. Shelley sprach von revolutionären Zeiten in der Geschichte, in denen die Bevölkerung fähig ist, tiefgreifende Wahrheiten über Menschheit und Natur zu verstehen. In einer solchen Zeit befinden wir uns. Der Terrorismus hat einen starken Rückschlag erlitten. China und Russland bauen Großprojekte auf der ganzen Welt und die Bevölkerung im Westen demonstrieren durch Wahlen in einer nach der anderen, dass sie dieses alte System der Globalisierung, der Kriegspolitik und der wirtschaftlichen Zerstörung nicht länger tolerieren werden. Die mögliche Normalisierung der Beziehung zwischen Russland, China und den USA unter Trump, also den drei wichtigsten Nationen der Welt, ist absolut wünschenswert und bedeutet eine reale Chance für die Welt im Kampf gegen den Terrorismus, die Reorganisation des Finanzsystems, der Ausweitung der neuen Seidenstraße und damit einer echten Zukunftsperspektive für jeden Menschen. Die unglaubliche Goebbels-Medienkampagne der großen Lügen soll diese Annäherung vergiften und jeden davon abhalten, sich für dieses neue Paradigma auszusprechen, aus Sorge, als russischer Agent oder Putin-Versteher abgestempelt zu werden. Wird diese Kampagne der Betonköpfe Erfolg haben? Das hängt von Ihnen ab. In Deutschland muss sich eine strategische Diskussion eröffnen, die für die eigenen Interessen einsteht und nicht das Verhalten eines Laufburschen des untergehenden Systems aufweist. In den letzten 10 Jahren, in denen Merkel Kanzlerin ist, vervierfachte sich die Obdachlosigkeit in Deutschland, die Armut hat sich verdoppelt und die größten Firmen sind seit 2008 um 50% mehr verschuldet. Das ist nicht der Vektor, der eine optimistische Zukunft zeigt. Ganz anders mit der Seidenstraßeninitiative Chinas, die nach nur 3 Jahren bereits das größte Infrastruktur- und Wirtschaftsprogramm der Geschichte ist. 4,4 Milliarden Menschen profitieren bereits von einem unglaublich vielfältigen Spektrum von Wissenschaft, Forschung, Energie, Produktion und Verteilung. Helfen Sie mit, dass 81 Millionen Deutsche den Zug nicht verpassen. Nutzen Sie unseren Aufruf dafür.